das malerische Finger Lakes zum pulsierenden Rochester bis hin zur magisch-mystischen Niagara-Fallregion. In den nächsten paar Minuten werden wir einer wunderschönen Reiseroute durch Upstate New York folgen. Ihr Name ist Wein, Wasser und Wunder. Es lohnt sich garantiert, von New York City aus hier ein paar Extratage zu verbringen, bevor es dann zu den Niagara-Fällen geht. Willkommen, ich bin Julia. Ob Ihnen nach einem Museumsbesuch, einem Kellereibesuch, Nightlife oder lieber nach Natur zumute ist, eine Reise nach Upstate New York kann Ihnen einfach alles bieten. Corning ist eine entzückende Kleinstadt und Zuhause des berühmten Corning Glasmuseums mit seiner atemberaubenden Vielfalt von Glaskunst aller Arten und Formen. Man kann sich zeigen lassen, wie Glas produziert wird und sich zum Selbermachen seines ersten Glases anmelden. Von handgemachter Kunst geht es jetzt zurück zur Mutter Natur. Machen Sie die Finger Lakes Region zu Ihrem nächsten Stopp und Sie werden es nicht bereuen. Von unberührten Seen, wunderschönen Wasserfällen und herrlichen Parks bis hin zu charmanten Dörfern, Museen und einzigartigen Einkaufsmöglichkeiten. Hier lässt sich einfach jede Jahreszeit genießen. Außerdem versüßen Ihnen über 100 Weingüter mit preisgekrönten Weinen den Aufenthalt. Der wunderschöne Watkins Glen State Park ist der beliebteste unter den Finger Lakes State Parks. Sie werden begeistert sein, wenn Sie den Pfadweg runter zur Schlucht nehmen und an 19 atemberaubenden Wasserfällen vorbeilaufen. Vom ländlichen Finger Lakes muss ich jetzt erstmal das vitale Restaurant und Nachtleben von Rochester entdecken. Diese Stadt ist eine romantische Lichterkette und Oase für Feinschmecker-Restaurants. Rochester ist mit mehr als 1 Million Einwohnern die drittgrößte Stadt im Staat New York. Die Welt der Kunst, Theater, Musik, Fotografie und Geschichte spielen hier neben dem lebendigen Geschäftsleben und traumhafter Natur eine weitere große Rolle. Wir sind hier zu Gast beim George Eastman House. Es ist das älteste Museum der Welt für internationale Fotografie und Film. Hier lohnt es sich hineinzustöbern. Charmante Dörfer auf dem Erie-Kanal wie Fairport und Pittsford runden ihren Besuch in einzigartiger Vielseitigkeit ab. Als nächsten Stopp in Ihrem Traumurlaub empfehle ich Ihnen, die magischen Niagara-Fälle zu besuchen. Mit einer Bootsfahrt durch den feinen Nebel dieser majestätischen Wasserfälle oder einer Entdeckungsreise durch die Inseln der Gegend werden Sie Upstate New York garantiert nie mehr vergessen. Na dann, bis bald in Upstate New York.